Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Dreisteinhof am wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. In der letzten Folge haben wir ja da weiter Angst hat, das tut er jetzt noch immer. Und jetzt werden wir da einmal die Ballen schön einstapeln und das Vordach und dann tun wir da ein bisschen noch in den Hof zum Rahmen und ja, dann schauen wir weiter, was wir noch zu machen haben. Dann würde ich sagen, legen wir los. So. Weil die haben wir leider das letzte Mal so reingeschmissen. So, die zwei können wir gleich einmal nehmen. So. Hoppala. So. Oh. So. So. Ah, das muss ich kurz unrealistisch machen. So. So. So, Leitland. Jetzt haben wir das so schön geschlichtet, jetzt können wir den einpacken. Und dann schauen wir mal weiter. Schönes Pfeifen da, jetzt können wir das machen, dann das. So, wie schaut es eigentlich da aus? Ah, das ist fertig. Dann, das passt auch. Wie schaut's mit der Wiesen aus? Ah, die kann man ja nicht kalken. Wie lange braucht man noch? Dann können wir eigentlich vorspulen. Ah, der ist gleich fertig. Danke. So. Den stellen wir jetzt am Hof, waschen kurz und dann schauen wir weiter, was wir noch zu machen haben. Und ja, dann war es das mit Feldarbeit. So. So auf. Dann durchs Dorf und dann vorne rechts und dann sind wir schon wieder am Hof. So. Vorne sehen wir schon die Halle. Jetzt das Waschen da. Dabei können wir eigentlich schnell schauen, ob die Felder gedüngt sind. Dann können wir dabei die Zeit hochnehmen. Auf 120. Dann nehmen wir den Hochdruckreiniger, dann waschen wir das einmal. Haben wir Pflanzenwachstum schnell. Schnell passt.
So, dann waschen da. So. Zack, zack. Fertig, einsteigen. Und dann um das Carport, oder in die Garage dann besser gesagt. So. Das noch abkuppeln und dann schauen wir noch, was wir zum Zusammenrahmen haben auf dem Hof und dann müssen wir bei den Feldern kurz vorbeischauen. So. Das können wir auch da vorne einstellen. Den können wir gleich daneben hinstellen. So, der steht auch. Den müssen wir noch drunter stellen. Und ja. Schaut kurz bei den Feldern aus. Wie das wächst noch. So, dann müssen wir kurz das da einstellen und das Dach. Und ja. So. Dann stellen wir das kurz dort und das da alleine und dann passt auch. Dann müssen wir kurz noch das andere machen. So, dann schauen wir einmal kurz zum anderen Dings. Ah, jetzt regnet's. Wie schaut es da vorne aus? Haben wir da noch was? Na, passt. Okay, dann müssen wir kurz warten. Und dann müssen wir es kurz kalken und dann können wir weitermachen, vorspulen. Ah, der schöne T8. Mit geilen Sand. Kalk haben wir, glaube ich, nicht mehr so viel drin. Nein, 2800 Liter. 2780 Liter. So, hopp.
etwas ungezackt, wenn ihr du Kork. Und kurz warten. Oder war das das andere Feld? Oder war das erst zum Nachsynchronisieren? Lass mal vorlaufen. Und dann schauen wir kurz weiter. Das sind aber ganz schöne Löcher. Und ja, dann stellen wir das wieder da unter rein, wenn wir es nicht brauchen. Nein, brauchen wir nicht. Ja, und dann müssen wir noch schauen, was noch zu machen ist. Ja. So, dann packen wir das schnell da ein, wenn der sich nicht immer so blöd dran tät. So, dann stellen wir das da dazu. Endwachstumsstadium. Machen wir mal da das Licht an. Schönes Licht. Oh, so, na, also. Müssen wir das auftun da? Ah, da hört man wenigstens schön den Sound. So, ist jetzt gleich reif, dauert noch ein bisschen. Und dann schauen wir weiter, was wir noch zu tun haben. Jetzt schaue ich kurz einmal zum Fall. 50% gedüngt. Passt. So. Oh, Kreditdienst haben sie auch abgezogen. Mal schauen, ob wir das mal zurückzahlen. So. Dann schauen wir kurz bei der Wiesen. Können wir dann auch wieder mähen. Da hat noch, bis das Wetter vorbei ist noch. Ah, das wollte ich jetzt nicht. Schneller machen, nur kurz die Zeit. Ah, jetzt sind sie schon eintreif. So, dann sind wir gleich wieder bei Tag. Und dann können wir gleich wieder mit Arbeiten beginnen. Ah, jetzt geht schön die Sonne auf. Jetzt sind wir fertig. Ja, passt. Jetzt können wir gleich eigentlich Arbeiten anfangen. Aber das Arbeiten machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne
einen netten Kommentar in die Kommentare. Und falls ihr noch nicht abonniert habt den Kanal, könnt ihr das gerne machen. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.